Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos. So, unser Generator hat ordentlich Cobblestone gefarmt. Ich habe jetzt mittlerweile 2x64, also ein bisschen mehr als 2 Stacks Quintuple Compressed Cobblestone. Das reicht auf jeden Fall für unser Deep Dark Portal. Bis wir das bauen, vergeht aber noch ein bisschen Zeit, weil ich würde gerne erst noch was vorbereiten. Dafür würde ich gerne hier einen kleinen Raum bauen. Klicken wir uns hier einfach mal rein. Weiß gar nicht, ja, mal gucken, ein bisschen Gas geben, dass wir das schaffen, so weit wie es geht. Dass wir, wenn die Query dann läuft, wir den ganzen Kram auch irgendwo mal verarbeiten können. Oh, so viel Gravel hier. Alles weg, das machen wir hinterher, das ist schön. Das, was uns die Query hinterher zutage fördert, muss natürlich auch irgendwo verarbeitet werden. Und das möchte ich schon mal vorbereiten. So. Da noch weg. So, ich denke mal, das sollte erstmal reichen, so grob. Wie gesagt, schön, machen wir hinterher. Erstmal nur zweckmäßig. Ich müsste einen noch wegmachen, dann habe ich nämlich den letzten Zweier Rahmen. Dann sieht das schön aus. Okay. Ach, shit. Gut, das machen wir hinterher zu. Das mache ich offscreen wieder. So, ganzen Kram weg hier. Und zwar legen wir los. Wir brauchen ein bisschen Kram von Mechanism. Mechanism. Als erstes brauchen wir eine Electrical Pump. Von Steel Casing mache ich gleich mal ein paar mehr. Eine. Ich fange mal mit einer an. Ich weiß noch nicht genau, was wir noch brauchen. Dann brauchen wir einen Electrolytic Separator. Wenn ich jetzt wüsste, wie das Teil aussieht. Da. Nein, jetzt habe ich keinen Golddust. Das Ding läuft doch noch so mega langsam. Super. Komm her, du Sau. Wir lassen das mal laufen.
Hä? Nein. Ach, fuck. Wo ist mein Iron? Aufpassen, aufpassen. Hier noch irgendwo Speed-Upgrades drin. Da habe ich ein paar Speed-Upgrades. Knallen wir die da mal kurz rein. Da. Dann Factory. Zwar brauche ich eine Purification Factory. Purifying Factory. Ja, die ist das. Was fehlt mir denn da jetzt schon wieder? Oh, Advanced. Ach, die kann ich doch bauen. Die kann ich doch bauen. Zwei Stück brauche ich davon. Boah, jetzt zieht er mir den Enrichment Chamber hier nicht rein. So, die upgraden wir gleich. Ach, jetzt fehlen mir wieder zwei von denen. So, und dann machen wir uns gleich eine Elite. Und da habe ich fast gar nichts mehr von. Das waren die mit Diamond Dust und Enriched Alloy. Alloy. Diamond Dust. Ich hab da nicht mehr. Ich hab schon wieder keine Diamonds mehr. Die Upgrades sind, glaube ich, alle im. Die da rein. So, dann können wir den schon mal anfangen lassen hier. Ich brauche so um die 12 Stück, nehme ich mal an. Vielleicht auch 16. Reichen. Dias sparen auf jeden Fall noch. Dann mache ich noch mal ein bisschen Gold klein. Boah, der braucht so viel. Der braucht 10. Den noch, da müsste das eigentlich passen.
was mir für die anderen Maschinen dann fehlt. Ja, super. Gleich Viecher hier. Ja, Fackeln aufstellen da. Kein Bock, dass mich hier ein Creeper-Mail-System in der Luft springt. Gut, die Factory. Oh, was fehlt mir denn da? Ach, schon wieder die Dinger. 2. Ist halt doch zu wenig von ihnen gemacht. Nee. Okay, ich arbeite erstmal mit dem, was ich habe. Gut, Step 3 habe ich. Dann brauche ich eine Crushing Factory. Crushing Factory. Dafür fehlt mir ein Bucket Lava. Erstmal durchlaufen, das geht mir ja gleich ganz fix. Den Bucket Crusher Crushing Factory, die Basic, dann die Advanced, da brauche ich wieder 2 von denen. Die Elite. Wieder 2 von denen. Brauchen wir gleich 6. Dann. Jetzt ich kann den Lois mehr. Eieieiei. Ich hab gedacht, das würde schneller gehen. Mal welche. Ach, jetzt habe ich den falschen Redstone genommen. Na gut, egal. Hä? Habe ich die dafür? Die Crushing. Da. Okay, die Crushing Factory haben wir. Die Enriching Factory. Das ist diese. Ich baue mal gleich noch einen, den brauche ich bestimmt für die letzte. Enriching Factory. Dann die Erweiterung. Dafür brauche ich wieder. Nein. Diese. Dann haben wir die und die Enriching wollte ich, ne? Ja. Die Enriching. Okay, da fehlen mir wieder von den anderen. Hallo. Fertig, dann hauen wir das da rein. Hier habe ich noch mal 10 wieder. Komm, gib Gas. Diamanten kann ich mir gleich mit dem Miner noch mal farmen. Das mache ich offscreen wieder. Ich überziehe die heutige Folge mal. Ich möchte das gerne fertig machen heute.
mal 10, ob das reicht, weiß ich nicht. So, warte mal, was habe ich denn hier? Die Enriching, jetzt brauche ich diese. Dafür brauche ich diese und 1. Okay. Das mal weg. Und dann als letztes brauche ich noch die Smelting Factory. Ja. So, die Basic haben wir, die Advanced haben wir und die... Im Ernst, dass mir jetzt wieder von den Reinforced Alloy fehlt? Ich bin bekloppt, echt. Was haben wir denn in dem Lootbag drin? Ein Eimer. Naja, immerhin. 7. Wir können ja mal in der Zwischenzeit schon mal Wasser holen. Fertig. Essen nicht vergessen. So, die, dafür fehlen mir die. Dafür fehlen mir. 1, 2. 1, 2. Und dann müsste alles da sein. Okay. Dann brauchen wir einmal ein bisschen Wasser hier hinten. Machen wir mal direkt hier so in die Ecke. Wobei, hier kommt noch, das kommt da weg. Ja, super, schönes Loch hier. Füllen wir erstmal fix auf hier. Spawnen wir nur irgendwelche Viecher drin, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Water. Das ist zu klein, fällt mir gerade auf. Okay. Zack, zack, zack. So, da kommt in die Mitte die Pumpe. Mal gucken, wie rum steht die. Wo sind die? Auslässe, da ist ein Auslass, dann müssen wir die mal drehen. Dann ist der Auslass vorne, ne? Ja, okay. Dann brauchen wir den Electrolytic Separator. Dann die Puring Factory. Dann
Dann die Crushing, die Enriching. Crushing, Enriching und Smelting. Okay. Strom hätten wir da hinten an dem Tesseract. Habe ich noch Universal Basic Cable? 27, das ist nicht viel, das reicht auch nicht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, der hat seinen Stromanschluss von oben. Nein, hat er nicht. Der den Stromanschluss tatsächlich von unten. Tatsache. Okay. Dann werden wir die Pumpe nochmal drehen. Nein, das war verkehrt. Pumpe tut ihr Werk. So, das müssen wir jetzt in den Separator geben. Und zwar brauchen wir dafür Tubes. Mechanism. Hä? Achso. Wir belassen es bei den Mechanism Tubes, Mechanical Pipes, Pressurized Pipe, die machen Gas, die machen Items, die machen Fluids. Ich nehme erstmal nur die Basic, jetzt weiß ich natürlich nicht. Muss der von hinten seinen Anschluss bekommen oder von wo? Ja, doch. So, auch der braucht noch wieder Strom. Jawohl. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier das Oxygen draus. Das Hydrogen kann weg. Das werden wir mal dumpen. Das heißt, wenn der voll ist, müsste er das eigentlich wegpumpen. Okay, das läuft soweit. Dann brauche ich hier eine Gastube. Das müssen die sein. Hier zwischen. Jawohl. Und die ganzen Maschinen brauchen natürlich noch Ströme. Das heißt, wir machen Strom von unten. Cable aus. Ups.
Wiese. Strom. Der hat auch Strom. Okay. Und da wir ja gesagt haben, wir wollen hier Mechanism belassen, dann nehmen wir auch die normalen Transport Pipes. Hier überall zwischen. Jetzt müssen wir den hier noch einstellen. Site Config. Energy warte mal, woher kriegt er denn seinen Input? Den Input können wir von oben oder von hinten machen. Den Output machen wir da. Dann haben wir den hier. Input und Output. Input, Output und hier genauso Input, Output. Jo, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Habe ich hier noch irgendein Ohr? Irgendwas. Gesehen, jawohl, da ist Bauxit. Ich brauch doch nur ein Ohr. Da hinten auf dem Berg, glaube ich, mal angefangen, so ein riesen Loch zu machen. Weil ich Steine brauchte. Da finde ich bestimmt irgendein Iron Ore oder sowas. Sit. Nehmen wir jetzt Steine noch rum. Lava. Nehmen wir mit. So, nehmen wir kurz die Abkürzung hier. Boom. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert, was wir gebaut haben. So, wir schmeißen hier ein Copper-Ohr rein. Das heißt, da müssten rein theoretisch 3 Ingots rauskommen. Okay, er macht mir schon mal das Ganze zu Klump. Dirty Copper. Und hier unser Copper, das ist super, es funktioniert. Yippie! Machen wir auf Autosort, dann kann er 3 gleichzeitig machen. Ich weiß nur nicht, ob ich hier, wie weit ich damit hinkomme. Das geht schon runter jetzt. Das heißt, ich werde über lange Zeit gesehen hier noch das Ganze mit Pumpen erweitern. Vielleicht mache ich da auch noch Tanks zwischen. Das weiß ich noch nicht.
Okay, unser Copper ist fertig, das heißt, das Ganze funktioniert. Ja, damit würde ich sagen, unsere Maschinenreihe ist fertig. Ich werde das Ganze jetzt offscreen noch ein bisschen hübsch machen, also wundert euch nicht, wenn das Thumbnail ein bisschen anders nachher aussieht. Würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Über ein Abo natürlich auch, Kommentare unten rein, vielleicht was ihr als nächstes sehen wollt, was ich mal bauen soll, was ich euch zeigen soll, was ihr sehen möchtet. Und schauen wir mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Bullgaming. Ciao, ciao.